ab, Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog zurück aus der Türkei. Ich bin heute hier auf dem World Fitness Day bei der Commerzbank Arena. Und da hinten geht es schon richtig ab auf der Bühne. Wir sind gleich als nächstes dran. 14 Uhr mit Breakletics sind wir auf der Bühne. Und ja, mal sehen, was das Ganze so gibt. Heute ist Tag Nummer 2. Gestern habe ich leider verpasst, heute bin ich aber da. So Leute, Workout vorbei und hier läuft jetzt gerade ein anderes. Und das ist für Flo und mich viel zu langweilig. Viel zu langweilig. Deswegen machen wir jetzt mal kurz was anderes. Natürlich, was geht YouTube? World Fitness Day 2018 in Frankfurt. Toscano, wie war der Urlaub? Oh, der Urlaub, der war auf jeden Fall 1A, war top. War ja, schon ein bisschen erholt, ein bisschen Erzugserscheinung jetzt. Aber sonst war gut. Ja. Ja, wir schauen uns heute den World Fitness Day noch zusammen an. Sieht er und Flo und so. Wir haben alle noch einen Workout gemacht gerade. Und ja, jetzt gehen wir gleich mal eine kleine Runde hier. Leute, World Fitness Day 2018 ist vorbei. Ich bin jetzt hier auf einer Raststätte kurz und mache eben Pause. Ich habe einfach 45 Minuten gebraucht, um aus dem Parkhaus wieder rauszukommen. Deswegen war ich ein bisschen gestresst und halte jetzt hier kurz an, um mich zu verabschieden. Ja, also das Event an sich eigentlich cool gemacht. Draußen hat mir sehr gut gefallen mit den Kursen und den Workouts. Innen drin. Fitnessbereich hat mir nicht ganz so gut gefallen, weil einfach dieses Bodybuilding nicht mehr so mein Favorit ist einfach. Und ja, aber Kurse war auf jeden Fall mega geil mit der großen Bühne. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was sehen. Und ja, ich bin gespannt, wie es die nächsten Jahre wird. Es war ja erst das zweite Jahr überhaupt. Und ich kann mir echt gut vorstellen, dass es noch besser wird, die Jahre. Und ja, ich verabschiede mich jetzt von heute für euch. Später geht es noch mit Pascalo nach Köln. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen.
Und ich will jetzt gerne wieder ein bisschen mehr machen. Ich habe noch ein anderes Projekt mit Emin zusammen hier auf YouTube, was wir vorhaben. Und ja, ich mache mir ein bisschen Gedanken aktuell, was ich so auf YouTube eigentlich bringen will, weil das, was ich bisher so gezeigt habe, hat jetzt nicht so, weiß ich nicht, war nicht so erfolgreich. Und da macht man sich natürlich immer Gedanken, was kann man bringen, dass es ein bisschen erfolgreicher wird. Und ja, ich bin sehr gespannt, was die Zukunft bringt, was mir so einfällt und wie es euch so gefällt. Bis zum nächsten Video. Ciao.